So, ein neues Projekt. Achtung, jetzt kommt ein filmisches Highlight. Deswegen seht ihr, warum ich Airbrusher geworden bin. Und nicht Filmstar. Das ist mein Name, das sind meine T-Shirts. Ein neues Projekt. Jetzt muss ich den Papa an der Drehbank machen. Das heißt, ich fange zuerst mit der Drehbank an. Das Ganze ein bisschen von vorne. Drehbanktisch. Drehbänke haben immer irgendwelche Schalter, Bezeichnungen. Hier läuft glaube ich der Motor drin. Kleine Lüftung, Typenschild. So. Drehbankaufnahme. Meist irgendwie ein Schlitten, wo alles läuft, irgendwelche Stäbe. So, hier ist der bewegliche Schlitten. Überall diese Schräubchen dran machen, sowas da, das kommt immer gut. Irgendwelche Späne, die wegfliegen. Mann hat immer eine Fluppe im Mund. Immer einen kleinen Blaumann an. Hier ein paar Werkstücke. Bastelkeller ist immer gut. Ein paar Regale basteln mit Schrauben und Nägel. Hand ist ein bisschen klein geworden, aber wollen wir nicht so sein. Hier dreht sich was.
Der Mann hat noch Hobbys. Mal schauen, was wir da an Hobbys da haben. Aquarium, Modelleisenbahn, Gartenarbeit, Mark, Elche und Schweden. Oder Schwedenurlaub fällt mir was ein. Da können wir natürlich ratzfatz das typische Anti-Elche-Schild hinsetzen. Was bei jedem Dänemark- und Schwedenurlauber vorhanden ist. Schweden. So. Ja, mal Modelleisenbahn. Das dauert sonst zu lange, die ganzen Kleinigkeiten. Also der Kunde bestellt bei mir ein Bild, gibt mir die Vorlagen von wegen, was der Vater macht, seine Hobbys, was er gerne macht, Interessen. Und die Sachen setzt ihr dann als T-Shirt oder als, in diesem Fall als Bild um. Und den Rest gibt es in Teil 2.